Gesetzliche Rente, was sich im Jahr 2022 ändert. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Das Jahr 2022 ist eingeleitet, viele Änderungen stehen in der gesetzlichen Rente an. Ich sage Ihnen, was sich im Jahr 2022 in der gesetzlichen Rente tut, auf welche Änderungen wir uns einstellen müssen. Der Beitragssatz in der gesetzlichen Rentenversicherung von 18,6% bleibt auch im Jahr 2022 bestehen. Da ändert sich nichts, aber dieser wird wahrscheinlich langfristig steigen. Was sich aber geändert hat, ist das sogenannte vorläufige Durchschnittsentgelt für das Jahr 2022 als wichtige Rechengröße in der gesetzlichen Rentenversicherung. Und zwar ist es von 41.541 Euro auf 38.901 Euro gesunken. Das hat wiederum Auswirkungen auf die Berechnung der Entgeltpunkte für eine zukünftige Rente und für die Berechnung der besonderen Beiträge zum Ausgleich von Rentenminderungen, die man für eine vorgezogene Altersrente praktisch der Deutschen Rentenkasse zahlen kann. Steuern und Rente im Jahr 2022. Der steuerfreie Anteil der Rente sinkt im Jahr 2022 auf 18% für die Versicherte, die erstmals im Jahr 2022 eine gesetzliche Rente erhalten werden. Damit unterliegen 82% der gesetzlichen Rente der Besteuerung. Für das Jahr 2023 sind aber Änderungen geplant, weil der Gesetzgeber aufgrund des Doppelbesteuerungsabkommens im Frühsommer 2021 die stufenweise Senkung des steuerfreien Rentenanteils bis zum Jahr 2060 verlängern will. Wir haben ja jetzt die Situation, dass die Rente ab dem Jahr 2040 zu 100% steuerpflichtig ist, wenn die Rente im Jahr 2040 beginnt. Und genau dieser Anteil, dieser 100%, soll sozusagen erst im Jahr 2060 eintreten. Der generelle Grundsteuerfreibetrag auf Einkommen erhöht sich im Jahr 2022 für Alleinstehende auf 9.984 Euro und bei Ehepaaren auf 19.968 Euro. Was auch ganz interessant ist, die Ampelkoalition plant für das Jahr 2023 die vollständige 100%ige Absetzbarkeit von steuerlich anerkannten Altersvorsorgeaufwendungen. Das steht auch im Zusammenhang mit der Doppelbesteuerungsrechtsprechung des Bundesfinanzhofs aus dem Jahr 2021. Und jetzt ein ganz großer Block, die geplanten Änderungen in der gesetzlichen Rente, die die Ampelkoalition im letzten Jahr 2021 im November beim Koalitionsvertrag abgeschlossen hat. Ich nenne aber wirklich nur die wichtigsten Vorhaben. Im Januar diesen Jahres soll der Mindestlohn von 12 Euro durch einen konkreten Gesetzesentwurf von Hubertus Heil eingeführt werden. Das hat der Herr Heil im Dezember 2021 so angekündigt. Der Minijob soll von 450 Euro auf 520 Euro angehoben werden. Welche Auswirkungen dies auf die Hinzuverdienstgrenzen bei einer vollen Erwerbsminderungsrente haben wird, ist noch unklar. Es soll eine Aktienrente eingeführt werden. Die Rentenversicherungspflicht für Selbstständige und für Strafgefangene und Sicherungsverwahrte soll eingeführt werden. Die Hinzuverdienstgrenzen bei vorgezogenen Altersrenten sollen entfristet werden. Und es gibt die Einführung eines neuen Bürgergeldes mit einem Zweijahreszeitraum, in dem die aktuelle Wohnraumsituation nicht berücksichtigt wird. Und auch in diesem Zweijahreszeitraum soll Erspartes nicht angerechnet werden. In diesem Zusammenhang plant der Bundesarbeitsminister eine Neuregelung der Hinzuverdienstregelung beim Bürgergeld. Was aber noch völlig unklar ist, wie hoch dann das Bürgergeld in der Tat real ausfallen wird. Es soll Verbesserungen für die Bestandsrentnerinnen und Rentner, die vor 2019 eine Erwerbsminderungsrente bezogen haben, geben. Wie genau dies aussehen wird, wir wissen es noch nicht. Und ob es überhaupt kommen wird, steht auch noch in den Sternen, denn
Es ist zu vermuten, dass das ein ganz teures Unterfangen werden wird. Was ändert sich noch? Zum einen der Freibetrag in der Grundsicherung, der wird im Jahr 2022 bei maximal 224 Euro liegen. Dieser Grundsicherungsfreibetrag ist im Januar 2021 im Zusammenhang mit der Ihnen sicher bekannten Grundrente eingeführt worden. Der Pflegeversicherungsbeitrag für Kinderlose wird im Jahr 2022 auf 3,4 Prozentpunkte angehoben. Für Pflegeversicherte, die Kinder haben, bleibt es weiter bei 3,05%. Der Zusatzbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung wird im Jahr 2022 im Durchschnitt bei 1,3% bleiben. Das ist der Kassendurchschnitt aller gesetzlichen Krankenkassen. Es kann natürlich sein, dass die ein oder andere Krankenkasse den Zusatzbeitrag anheben wird. Dann bitte beachten Sie ein mögliches Sonderkündigungsrecht. Die Regelaltersgrenze wird für Versicherte, die im Jahr 1958 geboren sind, auf das 66. Lebensjahr ansteigen. Das heißt also, wer 1958 geboren ist, kann frühestmöglich 2024, also im Jahr 2024, eine Regelaltersrente bekommen oder beziehen oder beantragen. Ab dem Geburtsjahrgang 1964 gilt dann bundeseinheitlich eine Regelaltersgrenze von 67 Jahren. Das Lebensalter für den Rentenbeginn einer abschlagsfreien Rente mit 45 Jahren Wartezeit steigt vom Geburtsjahrgang 1958 auf glatt 64 Jahre an. Das heißt also, wer 1958 geboren wurde, der kann im Jahr 2022 abschlagsfrei mit der Altersrente für besonders langjährig Versicherte in Rente gehen. Er muss dann aber mindestens 64 Jahre alt sein und auch 45 Jahre Wartezeit nachweisen. Der Rentenbeginn für eine Altersrente für langjährig Versicherte, das ist die, die Sie im Volksmund kennen mit der Rente mit 63, dieser Rentenbeginn bleibt immer gleich oder das Lebensalter bleibt immer gleich. Das heißt also, ich kann auch 2022 mit Vollendung des 63. Lebensjahres unter Berücksichtigung von 35 Jahren Wartezeit in diese Altersrente gehen. Dann bekomme ich aber Abschläge. Die Hinzuverdienstgrenze 2022 für bei vorgezogenen Altersrenten, die steigt auf 46.060 Euro, nachdem wir diese Hinzuverdienstgrenze auch im Jahr 2021 schon hatten. Und zum Schluss wird es aller Voraussicht nach am 1.7.2022 eine ordentliche Rentenanpassung geben. Prognostiziert werden nach diversen anderslautenden Mitteilungen wohl rund 4,4% im Westen und 5,1% im Osten. Genau wissen wir es erst in gut 3 Monaten, also Ende März, Ende April 2022, wenn Hubertus Heil hier die entsprechenden Zahlen dann fix bekannt gibt. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche und ein gesundes neues Jahr 2022. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.